Denkt man an die perfekt angepassten sowie ausdauernden Hunde, hat man wahrscheinlich schnell eine Wolfsassoziation oder eben einen Hundeschlitten vor Augen. Die Siberian Huskies erlangten im Jahr 1910 große Aufmerksamkeit, als sie das All-Alaska Sweepstakes Schlittenhunderennen gewannen. Von den Ureinwohnern Sibiriens wurde und wird der Husky auch heute noch als Transporttier geschätzt, denn er kommt mit knapper Nahrung und rauen Klimabedingungen bestens zurecht. Körper und Organismus des Siberian Huskies sind auf äußerste Effizienz ausgelegt. Auch sein zweilagiges Funktionsfell schützt ihn perfekt vor den teils extremen Witterungsbedingungen. Bei Bewegung erzeugt die feine Haarstruktur Reibungswärme, die vom Deckhaar gespeichert wird. Am Kopf ist häufig eine sogenannte Maske charakteristisch. Die hoch angesetzten und eng stehenden Ohren sind durch üppige Behaarung vor Wärmeverlust geschützt. Oft weist der Siberian Husky eine markante Rückenzeichnung auf, die an Bauch und Brust ins Weiß übergeht. Der Ursprung seiner Zucht, im Rudelverbund Leistung zu bringen, macht ihn zu einem tollen Zweit- oder Dritthund. Der charismatische Polarhund gilt als besonders aufmerksam, sanftmütig und kontaktfreudig. Als Wachhund eignet er sich nicht. Der Husky ist aber nicht nur familienfreundlich und ein treuer Begleiter. Vielmehr steckt in ihm eine echte Sportskanone. Nur kuscheln, spazierengehen und lockeres Spielen reichen ihm bei weitem nicht. Sitz! Einen Husky müsst ihr körperlich sowie geistig auslasten. Pfote? Nein. Sitz. Pfote? Nein. Sitz. Die Erziehung sollte konsequent, aber ohne übertriebene Strenge erfolgen. Huskies lernen gerne und leicht. Jedoch eignet sich auch ein gut erzogener Husky nicht zum Freilaufen. Sein Jagdtrieb ist einfach zu stark. Für sportlich Ambitionierte mit gewisser Hundeerfahrung ist der Husky ein toller Begleiter. Ausgedehnte Joggingrunden, Radtouren, aber auch actionreiche Hundesportarten stoßen bei den Schlittenhunden auf große Begeisterung. Damit sich der Husky im Alltag sowie in seinen Ruhepausen rundum wohlfühlt, wäre ein Zuhause mit ausbruchssicherem Garten das ideale Umfeld. Trotz des Funktionsmantels gilt die Pflege als einfach. Das Fell lässt sich leicht kämmen und ihr solltet das auch ein- bis zweimal die Woche tun. Von draußen mitgebrachter Schmutz lässt sich problemlos ausbürsten. Zum Fellwechsel im Frühjahr harren Huskies besonders stark und benötigen dann etwas mehr Unterstützung. Generell solltet ihr als Husky-Besitzer keine Probleme mit vielen Hundehaaren haben. Wenn ihr Zähne, Augen und Ohren regelmäßig kontrolliert, könnt ihr Gesundheitsprobleme vermeiden, bevor sie entstehen. Im Winter können Schnee, Splitt und Streusalz die Pfoten angreifen. Nach höheren Laufbelastungen ist eure Aufmerksamkeit und Pflege gefragt. So verhindert ihr, dass euer Hund die Pfoten ständig sauber leckt und damit Salz und Dreck aufnimmt. Um den speziellen Bedürfnissen der Rasse Rechnung zu tragen, empfiehlt es sich, ein optimal abgestimmtes Futter zu verwenden. Hier eignet sich zum Beispiel Trockenfutter von Wolf of Wilderness. Bei den Mengen solltet ihr insbesondere Faktoren wie Alter und Aktivitätsgrad eures Hundes berücksichtigen. Der Husky hat eine Lebenserwartung von 12 bis 15 Jahren und gilt generell als ziemlich robust. Dennoch solltet ihr besonders bei jungen Tieren darauf achten, dass Knochen und Muskulatur langsam an hohe Belastungen herangeführt werden.
Gewöhnt euch also schrittweise an intensive Laufleistungen. In die Vollen gehen solltet ihr erst mit einem vollständig ausgewachsenen Hund. Auch wenn der Husky kaum rassespezifische Anfälligkeiten aufweist, solltet ihr nur Züchter wählen, die ihre Tiere verantwortungsvoll verpaaren. Das bedeutet, dass sie bei den Zuchttieren notwendige Voruntersuchungen durchführen. Wir hoffen, unsere Infos zum Husky sind hilfreich für euch. Noch mehr spannende Themen rund um Hunde findet ihr im Zooplus-Magazin. Oh Gott.